Hessens ältester Fußballclub hat es geschafft und steigt nach 30 Jahren wieder in die Verbandsliga auf. Die Mannen von Christoph Brümm haben am vorletzten Spieltag in der Gruppenliga Frankfurt-Ost mit 11:2 gegen den VfR Kesselstadt gewonnen und so die Meisterschaft vorzeitig perfekt gemacht. Wir waren selbstverständlich mit unserer Kamera dabei und zeigen euch nun die schönsten Tore des Spiels sowie die anschließenden Jubelbilder. Den Anfang der Partie macht Christian Fischer mit einem Doppelpack. In Minute 5 kommt der Ball von links in die Mitte. Fischer legt sich das Spielgerät noch einmal zurecht und verwandelt zum 1:0. Nur eine Zeigerumdrehung später kommt das Leder diesmal über rechts in die Mitte auf Fischer. 2:0. Auch Ahmad Rafat startet mit einem Doppelpack. Nach dem 3:0 in Minute 22 lupft Erwin Skeler die Kugel einfach mal nach vorne. Ahmad Rafat zieht ab und erhöht auf 4:0. Nach dem 5:0 von Sascha Ries sowie dem 6:0 von Karman Damar kann Christian Fischer kurz vor der Halbzeitpause noch auf 7:0 erhöhen. Aus der Kabine zurück zieht Erwin Skeler aus 16 Meter ab. 8:0. Kurz darauf, in Minute 50, lauert Hüseyin Karaca auf seine Chance. Kein Abseits. Tor. Nur 2 Minuten später versucht es Erwin Skeler erneut aus 16 Meter. Nachdem den Adnan El Homrani in der 70. Spielminute auf 10:1 erhöhen konnte, kommt Tor Nummer 11 für den ersten Hanauer FC von Daniel Schiemen, der im gestrigen Hessenligaspiel mit der SG Rot-Weiß Frankfurt ja leider nicht so viel Glück hatte. Das letzte Tor der Partie gehört den Gästen aus Kesselstadt. Nach dem 11:2 von Severin Sabev war dann auch bald Schluss. Genießt mit uns jetzt noch einen Augenblick die überragende Stimmung nach der Partie, bevor wir dann für euch in einem weiteren Video noch die Stimmen zum Spiel sowie weitere Jubelszenen haben. Ich glaube, das ist ein Ausfall.